Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Apps. Ja, jeder besitzt ein Smartphone heutzutage, also vor allem wenn ihr DJ seid, solltet ihr definitiv ein Smartphone benutzen, denn ihr werdet es ja dann nicht nur für Apps zum Beispiel benutzen, sondern logischerweise auch fürs Business, sei es Social Media, Sachen abklären und so weiter und so fort. Also als DJ, wer da kein Smartphone hat, wie soll das funktionieren? Deswegen habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Apps zu nutzen, die entweder DJ-Apps sind, also Programme sozusagen als App, oder Tools, die ja nützlich sind, die euch das Leben in gewisser Weise erleichtern können. Und deswegen stellen wir euch das Ganze mal vor. Pro ist natürlich, wenn ihr DJ-Software-Apps benutzt, die sind schnell und spontan einsatzbereit, ihr habt die ja sowieso immer in der Tasche. Die sind meistens sehr einfach zu bedienen, logischerweise auch portabel, genauso wie euer Handy, und vor allem günstig, denn die gibt es meistens schon um die 10 Euro ungefähr, plus minus, je nachdem, gibt ja auch noch In-App-Käufe und so weiter. Aber im Vergleich zu 100 plus Euro ist es auf jeden Fall günstig. Contra, ganz klar, die haben einen geringeren Funktionsumfang als die großen PC-Programme. Wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht. Außerdem habt ihr kaum Anschlussmöglichkeiten, nämlich nur die, die euer Handy oder auch Tablet natürlich so bieten. Und ja, die Wirkung von diesen Apps oder eben wenn ihr mit einem Tablet oder Handy auflegt, ist natürlich auch was anderes, wie wenn ihr hier einen Laptop stehen habt oder auch ganz ohne auflegt, das heißt nur mit einem großen Setup an Equipment. Das ist natürlich auch schon eine andere Außenwirkung, deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein bisschen unprofessioneller ist. Aber je nachdem, in welchem Metier ihr unterwegs seid, interessiert es vielleicht gar niemand. Oder eben gerade, wenn ihr das Ganze nur für den privaten oder geschlossenen Gebrauch dann verwendet, alles cool. Problematisch ist teilweise noch, dass das Layout der Apps sehr minimalistisch und verschachtelt ist. Das heißt, ihr müsst euch erstmal schon ja, relativ lang mit den Apps auseinandersetzen, um die wirklich flüssig bedienen zu können. Teilweise eben mit vielen Ausklappmenüs, dass man dann andere Funktionen dafür wiederum nicht nutzen kann und so weiter. Müsst viel rumklicken, Sachen werden weggelassen oder irgendwo versteckt und so weiter. Ist ja auch ganz klar, denn man muss ja alles auf einen relativ kleinen Bildschirm bekommen. Man hat keine Tastatur und keine Maus, keinen Controller und so weiter. Denn diese Apps muss man natürlich auch ohne Controller bedienen können, auch wenn viele Apps es anbieten, dass man Controller anschließt. Ja, dann fangen wir direkt an und zwar mit Traktor. Traktor ist ein Klassiker, das Programm ist allseits bekannt. Die Anlehnung an die Desktop-Version ist definitiv da, hat noch dazu eine iCloud-Integration und das Plug-and-Play mit diversen Native Instruments MIDI-Controllern funktioniert sehr easy. Und das Ganze kostet euch dann 10,99 aktuell. Hat wirklich viele Funktionen an Bord, die man von der Desktop-Version kennt. Da müsst ihr nur wenig Abstriche machen. Von daher eben gerade, wenn ihr Traktor kennt, Traktor liebt, damit gut klarkommt, dann werdet ihr mit Sicherheit auch mit dieser App gut klarkommen. DJ 2 oder auch DJ Pro, je nachdem, eben ob es jetzt zum Beispiel die Handy-App oder die Tablet-App ist, ist ganz klar auch an die Desktop-Version angelehnt, die wir hier auch schon vorgestellt haben. Und die sind ja auch genau mit diesen mobilen Apps groß geworden und bekannt geworden. Schön ist hier genauso wie bei der Desktop-Version auch, dass ihr eine Spotify- und eine iCloud-Integration habt. Außerdem könnt ihr hier Video-Mixing benutzen und Plug-and-Play mit diversen MIDI-Controllern funktioniert. Je nachdem eben, welche App ihr wählt, wie groß die dann in Anführungszeichen ist, ist der Preis auch unterschiedlich. Ansonsten definitiv eine App, die sich mit anderen messen kann. Ihr habt außerdem dann noch Cross-DJ als Möglichkeit. Genauso auch hier Plug-and-Play mit diversen MIDI-Controllern möglich. Welche das immer sind, müsst ihr halt dann einfach in den Einstellungen schauen, ob eure da passt oder nicht. Oder falls ihr eben noch keinen habt und erstmal mit der App angefangen habt, ob ihr euch dann genau diesen zulegen möchtet. Cool ist außerdem die Soundcloud-Integration. Und vor allem, dass es erstmal kostenlos ist. Aber es gibt dann halt leider noch ein paar In-App-Käufe für gewisse Funktionen, die teilweise auch sehr wichtig sind. Und deswegen ja, kann man damit auf jeden Fall mal schon mal rumspielen. Aber früher oder später wird man dann dazu kommen, dass man definitiv auch noch einen In-App-Kauf tätigt.
Ansonsten natürlich immer alle klassischen Funktionen, die man so kennt, mit an Bord. Wir wollen jetzt hier eher nur die besonderen Features erwähnen, denn das andere ist ja eh klar. Diese ganzen klassischen Mixing-Funktionen. Außerdem gibt es noch E-DJing. Auch hier Plug-and-Play mit diversen MIDI-Controllern. Außerdem unfassbar viel integriert. Deezer, Soundcloud, iCloud, Dropbox, Google Drive und so weiter. Alles mit drin. Also hier habt ihr keine Grenzen praktisch. Und außerdem könnt ihr euch extra Sample-Packs noch zulegen. Und es ist vor allem auch wieder erstmal kostenlos. Das heißt, ihr könnt hier schon mal ein bisschen rumspielen und schauen, ob euch das Ganze taugt. Und wenn ja und ihr da noch einen drauf satteln möchtet, dann könnt ihr auch noch In-App-Käufe tätigen. Da könnt ihr bis zu 21,99 ausgeben. Dann habt ihr wirklich alles frei. Aber eben immer, wenn wir sagen bis zu, gibt es auch noch kleinere Varianten, wenn ihr nur einzelne gewisse Funktionen eben euch zukaufen möchtet. Pacemaker ist eine App, die ein bisschen aus dem Raster fällt, denn sie hat ein besonders außergewöhnliches Design. Daher ist der Workflow auch ganz anders als bei den anderen Apps. Eben, es ist sehr schlicht und sehr modern, sehr ja, intuitiv im Prinzip. Deswegen auf jeden Fall einen Blick wert, denn es ist auch kostenlos. Wenn ihr hier noch alle Funktionen haben möchtet, dann müsst ihr ein Abonnement abschließen. Ihr habt Spotify integriert und es gibt auch das Pacemaker-Netzwerk. Da könnt ihr noch gewisse Sachen teilen. Und deswegen fällt Pacemaker auf jeden Fall ein bisschen aus dem Raster und ja, ist auf jeden Fall einen Blick wert. DJ Player Pro ist die letzte DJ-App, die wir euch vorstellen möchten. Es gibt natürlich noch mehr, aber da ist auf jeden Fall auch viel Schrott am Markt und das sind welche, die in gewisser Weise seriös zu nennen sind und deswegen stellen wir euch die jetzt hier mal vor. Außerdem wird ja auch den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt 30 Apps hier vorstellen. Ja, auch hier wieder Plug and Play mit diversen MIDI-Controllern. Sehr cool ist hier, dass es die einzige App ist, die mit Stems arbeitet und auch Digital Vinyl System integriert hat. Das heißt, auf jeden Fall ein ganz starkes Alleinstellungsmerkmal, sehr cool. Außerdem habt ihr Deezer und Dropbox integriert und auch diese App ist wieder kostenlos erstmal. Wenn ihr hier noch alles haben wollt, dann müsst ihr noch ein Abonnement abschließen. Aber eben aufgrund dieser Funktionen hier definitiv ja, eine besondere App im Prinzip und schaut es euch auf jeden Fall mal an, insofern euch diese Argumente hier interessieren. Ja, Liederkennungs-Apps sind ein wichtiger Begleiter für DJs. Ihr seid wahrscheinlich viel unterwegs, ihr geht viel feiern oder auch zum Beispiel einfach, wenn ihr im Auto sitzt oder auf einem Festival seid, ist egal, ihr hört irgendwo Radio oder einen Freund, eine Freundin, Bekannte spielt irgendwelche Musik und ihr entdeckt auf einmal irgendwas, was ihr noch nicht kennt, was ihr unbedingt in euer Set aufnehmen möchtet. Ja, was bleibt dann übrig, wenn ihr nicht fragen könnt, was für ein Track das ist? Natürlich ganz klar, Liederkennungs-Apps sind ja auch nichts Neues mehr heutzutage. Sollte definitiv auf jedem Smartphone eines jeden DJ vertreten sein. Und wir stellen euch mal die drei größten vor. Shazam, natürlich ein Klassiker. Cool ist hier, dass wenn ihr eure Tracks analysiert, dass das Ganze vor allem ohne Internet funktioniert und ihr die dann auch direkt kaufen könnt. Ihr habt eine Scan-Historie eben, was ihr wann in welcher Reihenfolge gescannt habt. Ihr habt Spotify und Apple Music integriert, als auch zum Beispiel ein Netzwerk, bei dem ihr auf der Weltkarte dann gewisse ja, Songs angezeigt bekommt, wo die gerade gescannt werden. Ihr habt Charts außerdem und darüber hinaus bekommt ihr noch die Lyrics zu den Songs. Außerdem gibt es die YouTube-Integration und ihr könnt dann auch noch das, was ihr so scannt, auf Social Media teilen. Also unfassbar viele Funktionen, die ihr wahrscheinlich gar nicht alle nutzen werdet, aber eben es ist viel mit an Bord und vor allem es ist kostenlos. Deswegen ladet es euch auf jeden Fall runter. Als nächstes gibt es SoundHound. Hier könnt ihr auch ohne Internet scannen und habt logischerweise auch wieder eure Scan-Historie. Hiermit integriert ist Deezer, Spotify, Apple Music und YouTube, also auch einige Dienste. Ihr habt Musikkarten, genau wie bei Shazam. Außerdem gibt es auch Charts und auch Lyrics. Also hier keine großen Unterschiede. Da geht es dann eher um das Handling der App, was ihr da mehr feiert. Genauso auch kostenlos. Deswegen könnt ihr es auch genauso mal ausprobieren, was euch da am besten passt. Und Nummer 3 ist Music ID.
Auch hier sind Kaufmöglichkeiten integriert. Ihr könnt hier noch als Alleinstellungsmerkmal eure Scan-Standorte mit Notizen versehen. Warum habt ihr den Track gescannt? Vielleicht irgendwas, was euch noch einfällt, wo ihr den spielen möchtet später mal, was an dem Track besonders war, whatever. Das ist auf jeden Fall eine coole Funktion, die die anderen Programme nicht haben. Und bei Music ID bekommt ihr auch noch viele Informationen rund um die Künstler, von denen ihr Tracks gescannt habt. Also ist die App auf jeden Fall auch einen Blick wert. Gibt es genauso kostenlos. Deswegen ladet es euch auf jeden Fall runter und probiert es aus. Kommen wir noch zu einzelnen Tools, die euch ja in den App Stores so zur Verfügung stehen. Und zwar ist das zum einen BPM-Erkennung. Das heißt eben, das Handy hört übers Mikrofon mit, ist ja ganz klar, und spuckt euch dann Infos aus. Gibt es zum Beispiel schon für 3,49. Es gibt aber ganz viele Apps in der Richtung. Da könnt ihr einfach mal schauen, welche App euch da am ehesten taugt und ihr vielleicht auch eine kostenlose, coole Variante findet. Außerdem, wenn ihr mit dem Tablet vor allem, mit dem Handy geht es natürlich auch, aber ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, vor allem mit dem Tablet eben noch Live-Producing mit in euer DJ-Set einbinden möchtet, dann habt ihr Möglichkeiten wie Hook Live DJ, Remix Live, iMachine 2 von Native Instruments, Launchpad von Novation, kennt man ja auch eben auch schon als Hardware. Und genau, da habt ihr auf jeden Fall einige Möglichkeiten, hier euer klassisches DJ-Set zu erweitern, da noch einen draufzusetzen. Das ist sehr cool. Außerdem könnt ihr Fernbedienung nutzen, hatten wir auch in der Theorielektion der DJ-Software schon. Von Serato und von Virtual DJ könnt ihr da Apps nutzen, die 5,49 oder 10,99 kosten und könnt dann halt die im Prinzip als Art Controller nutzen oder eben auch wenn ihr einen normalen Controller habt, damit nochmal einen draufsetzen, da die Bedienung da nochmal intuitiver, nochmal mehr Möglichkeiten bietet einfach. Außerdem zu analysieren, gibt es hier mit gewissen Apps den Key eurer Tracks, der auch sehr wichtig ist, eben für harmonisches Mixing, also die Tonhöhe. Ne? Da gibt es zum Beispiel Key Detect, gibt aber zum Beispiel auch Song Key Finder und noch diverse andere. Da müsst ihr einfach mal in den App Store bei euch schauen und schauen eben, welche Apps gibt es, welche gefällt euch am besten, mit welcher kommt ihr am besten klar. Und deswegen habt ihr hier auch nochmal einige Möglichkeiten, bei der ihr eben per App für euer Smartphone oder für das Tablet noch euer DJ-Set erweitern könnt. Auch eben spontan seid ihr dann immer ready. Wenn ihr mal Musik machen möchtet, Musik erkennen möchtet, Musik analysieren möchtet und so weiter und so fort. Deswegen sind die ganzen Apps auf jeden Fall auch noch einen Blick wert. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.